Hello everyone! Today we are going to introduce you the Buse, one of the 26 students' residences hosted by Studentenwerk Hamburg. First, a little bit of history. The residential complex Die Buse in Hamburg's district of Stellingen-Eimsbüttel was built in 1969. It was, however, officially taken over by the Studentenwerk only 10 years later, in 1979, at the time when the previous private dormitory owner, Freunde Die Buse e.V., commenced bankruptcy proceedings. Nowadays, it is still a beautiful place that serves as home for many students who came to study in Hamburg. The residence, with its capacity up to 115 tenants, offers both a quiet environment with a zoo within walking distance and convenient connections to the city. The Hagenbecks Tierpark underground station is within walking distance, and bus connections are also available here. It is particularly beneficial to students of computer science to live here, since the associated institute can be reached in just 7 minutes by bike. There are various supermarkets, kiosks, and bakeries in the immediate vicinity. In terms of leisure activities, the area has a nice ring and several parks. What is inside? Do you want to know? We are going to guide you through the living space to introduce our mode of life. Each resident has an approximately 14 square meters room in corridor communities. The rooms are equipped with sink and furniture. You don't have to worry about a TV connection, water, electricity or heating, even the internet is included in the rent. The house, with its 8 floors, has a lift, and each floor has a big kitchen, one common room, one drying room, and 5 shared bathrooms. A laundry room with washing and drying machines is located on the ground floor to be available 24 hours a day. If you have a bicycle, you can use a parking space and a bicycle workshop for free. Please note that a car parking space is also available for rent. The Buse offers an open atmosphere with a number of spare time activities such as gym for both weight and cardio training, music room with piano, and bar, in which parties, birthdays, and other events take place. You can play billiards, table tennis, table football, and use fireplace in the back garden just near the bar. The roof terrace of the Buse offers a stunning view of the entire city. It is a nice place to spend peaceful hours by reading a book or to enjoy an open-air cinema with friends after catching the sunset. A learning space with all the necessary is situated on the same level. There is even a punching bag to blow off steam in between learning sessions. Now, let's talk to the residents and see what they are saying. Also, ich bin Mirjana, ich bin 22 Jahre alt und studiere Germanistik. Und ich bin mit Max zusammen hier Haussprecherin. Mein Name ist Max Magnus Fritsche. Ich studiere Humanmedizin, strebe jetzt bald den Abschluss an, wohne hier schon seit über 4 Jahren. Und habe das Vergnügen, jetzt seit über einem Jahr mit Mimi zusammen den Heimrat hier als Haussprecher zu leiten. Was gefällt dir hier bei uns an der Buse besonders gut? Oh Gott, gleich die harten Fragen, ne? Also die Buse ist ein Haus mit 8 Stockwerken, wo ganz viele Menschen leben. Und das Geile ist halt, dass es so viele verschiedene Menschen sind. Einfach irgendwie schön, so viele Menschen um sich rum zu haben und so viele neue Kontakte zu haben, so viele verschiedene Situationen im Alltag bewältigen zu müssen. Aber das macht halt irgendwie das Leben hier auch wieder schön. Der Heimrat ist eigentlich ganz simpel strukturiert. Es gibt 2 Haussprecher, die sitzen gerade vor euch, die seht ihr gerade. Und dann gibt es für die verschiedenen Möglichkeiten, die man bei uns im Haus hat, verschiedene Funktionen. Wir haben einen, das klingt ganz gewagt, Hausaufnahmeausschuss, der eigentlich nur entscheidet, in Fällen von Menschen, die hier länger wohnen, wie zum Beispiel ich, darf die Person hier eigentlich länger als 4 Jahre wohnen? Es gibt eine Fahrradwerkstatt, wo wir jetzt auch vorhaben, Buse-Räder einzuführen. Das heißt, Räder, die jeder, der hier wohnt, frei benutzen kann. Wir haben natürlich noch ganz viele weitere Funktionen. Besonders möchte ich das Bar-Team herausheben. Wir haben eine große und wunderschöne Bar, die insbesondere post-Covid jetzt so viel Leben in unser Haus bringt und uns nicht nur
horizontal nicht nur in den Fluren, sondern auch vertikal im ganzen Haus verbindet. Ich heiße Armin, ich bin 26 Jahre alt und studiere Jura an der Uni Hamburg. Ich wohne seit Oktober 21 in der Bursa, das ist jetzt bald ein Jahr her. Und in diesem einen Jahr habe ich schon sehr viel erlebt hier. Es ist ein kleines Wohnheim, aber man glaubt gar nicht, wie viele unterschiedliche Menschen hier zusammenkommen. In den Wohnzimmern, im achten Stock, auf der Terrasse oder hier vorne vor der Bar, auf dieser Terrasse oder in der Bar. Es ist wirklich, es ist einzigartig. Es ist wie eine eigene kleine Welt mitten in Hamburg. Und in dieser kurzen Zeit, in diesem einem Jahr, habe ich schon wirklich sehr viel erlebt. Mehr, als ich mir hätte vorstellen können. Das hätte man echt gar nicht denken können, bei diesem eigentlich unscheinbar wirkenden Gebäude, wie viel hier drinnen los ist, wie viele verschiedene Menschen hier sind mit verschiedenen Geschichten, mit verschiedener Herkunft. Am Wochenende ist irgendwie immer was los. Nicht unbedingt eine Riesenparty, aber es sitzen immer irgendwie Leute zusammen auf der Terrasse, in der Bar. Wenn man will, findet man hier schnell neue Bekanntschaften. Man kann hier schnell neue Menschen kennenlernen, neue Freunde finden. Und das ist, was ich an diesem Wohnheim so toll finde. Die Bursa. Mein Name ist Tutku Belgen. Ich werde diesen Monat 25 und studiere Psychologie seit Neuem. Ich wohne schon seit 4 Jahren hier und komme aus dem 6. Stock. Also wir hatten vor 2 Jahren die Bar übernommen gehabt mit ein paar Freunden aus meinem Flur. Und wir dachten uns in der Corona-Phase, was das Haus am meisten nötig hat jetzt momentan. Und das ist Partys. Das sind Freunde, die zusammenkommen, Mitbewohner, die sich endlich kennenlernen können, die endlich zusammen Zeit verbringen können. Und es hatte damit angefangen, dass wir erstmal die Bar gründlich sauber machen mussten. Es war die Hölle. Und dadurch hat es angefangen. Dadurch konnten wir endlich eine Gemeinschaft aufbauen schon mal innerhalb der Bar, innerhalb des Barteams. Und wir wurden schnell um knapp 10 Leute, die sich motiviert haben, ohne Geld, ohne Bezahlung, einfach nur für den Spaß, dass wir zusammen hier Partys für das Haus und für weitere Studenten und Freunde, ja, hier Partys machen zu können. Und dadurch war es am Anfang sehr schwer. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Es war sehr anstrengend, auch mit den Corona-Beschränkungen da mitzuhalten, da aufzupassen, dass alles nach Konzept funktioniert. Und wir hatten auch sehr viel Hilfe innerhalb des Studierendenwerks. Und dadurch konnten wir sehr viel hier aufbauen. Wir haben sehr viel aus Eigeninitiative gemacht. Sehr viel kam aus privaten Besitz hier rüber. Wir haben angefangen, Gläser zu kaufen, was die Bar schon mal sehr verändert hat. Und dadurch hat es angefangen, dass die Leute gerne hier runtergekommen sind. Und als dann Corona endlich vorbei war, konnten wir eine Corona-Afterparty machen. Und die war unglaublich. Also die hat unglaublich Spaß gemacht. Jeder konnte endlich mal ein bisschen die Frust rauslassen an Corona. Die Halloween-Party, die wir letztes Jahr hatten, die war unser erster großer Erfolg. Und wir waren auch sehr stolz drauf. Die Leute kamen sehr aufgeregt, waren alle kostümiert. Wir hatten geile Getränke, geile Leute, geile Musik. Und dadurch konnten wir eben sehr viel Spaß hier haben und hoffen, dass ab jetzt die Halloween-Party zu einem regelmäßigen Event hier wird. Und hoffe, dass wir jedes Mal neue Gesichter hier entdecken können. Und seitdem haben wir eine schöne Bar, die hoffentlich noch weiter so geführt wird und hoffentlich auch weiter von den Studierenden hier benutzt wird. Wir geben sie auch regelmäßig zur Miete raus. Das bedeutet, dass sie für eine Kaution die Bar mieten dürfen und können. Und dass innerhalb nur des Hauses eben die Leute das mieten dürfen. Die Leute machen hier ihre Geburtstage, ihre Bachelor-Partys, ihre einfach Partys und kommen auch sehr gerne da hierher, um Billard zu spielen, Kicker zu spielen. Wir haben ebenfalls noch eine Tischtennisplatte, die wir hier aufstellen bei Spieleabenden, die gerne Armin und sagt nächster Willkommenstutor eben sehr gerne macht. Und dadurch ist es immer relativ lebhaft hier. Wir haben immer sehr viel Spaß. Wir haben verschiedene DJs, wir haben Blaulicht, wir haben alles Mögliche. Und dadurch ist es immer, ja, sehr schön. Wir haben eine Gemeinschaft hier aufbauen können dadurch. Und mit Corona, also vor Corona war es schon sehr schwer hier, weil man nur innerhalb der Flure gelebt hat. Und durch die Bar konnten wir endlich einen Ort schaffen, wo die Leute zusammen
in verschiedenen Fluren trotzdem hier zusammen feiern können, zusammen Zeit verbringen können. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch den Kinoraum oben entdeckt. Der ist auch von den meisten Leuten aus dem Barteam gemacht worden. Und wir haben viele Orte geschaffen, wo Studierende endlich zusammenkommen können und endlich zusammen Zeit verbringen können und nicht nur einen Ort zum Schlafen haben, sondern einen Ort zum Leben. Und es fühlt sich sehr schön an, ein Teil davon zu sein, die das auf die Beine gebracht hat. And here we are. Now you know how everyday life in the Bursa looks like. You want to join us? We are looking forward to meet you. There are a lot of different activities happen every day, but besides all, one should highlight one of the most revealing features of any Studierendenwerk residence. It is a truly international and multicultural place to live in. There are students from all around the world. You might have roommates from Africa, Australia, South and North America, Europe, Asia, UK, and basically from every corner of the globe. It is a great opportunity to meet new people, exchange among cultures, and learn from each other.